Ja, mittlerweile als Ritus schon haben wir immer die Mahnwachen grüßen einer anderen Mahnwache. Und heute kommt der Mahnwachengruß aus Plauen. Und der wird uns von Susan heute vorgetragen. Einmal klein, einmal groß. Ja, hallo. Der heutige Montagsgruß wird eingeleitet mit einem Zitat von Goethe, der da sagte: Ich war einer der Furchtsamen und indem ich mich herzhaft stellte, um den anderen Mut zu geben, bin ich mutig geworden. Heute grüßt Plauen all die großen und kleinen Mahnwachen, die erneut Österreich, Deutschland und die Schweiz in Hoffnung, Liebe und wieder aufflammender Sozialität erstrahlen lassen. Was haben wir nicht alles in der letzten Zeit schon erlebt? Wir selbst lernten unsere Nachbarn neu kennen und schätzen. Wir legten Vorurteile ab und erfuhren ein Gemeinschaftsgefühl, wie wir es vorher nur selten verspürten. In Berlin, zur bundesweiten Mahnwache am 19.07. wurde dieses dann noch einmal übertrumpft. Das ist es, was die Mahnwachen ausmacht. Begeisterung, sowie die Möglichkeit, immer und immer wieder über seinen eigenen Schatten zu springen und sich selbst und andere damit positiv zu verändern. Wir haben bereits so viel Positives erreicht, das dürfen wir nicht vergessen. Und doch müssen wir weiter voranschreiten, unser Ziel immer im Auge, den Frieden. Und zwar auf allen Ebenen und dies für alle Lebewesen auf unserer schönen Erde. Doch um das zu erreichen, müssen wir handeln. Doch wo sollen wir ansetzen, wo es doch so viele Wege gibt, um Frieden zu verbreiten? Aus dem aktuellen Anlass, wir müssen den Friedensvertrag schaffen, sodass allen Menschen ein angstfreies Leben ermöglicht wird. Ein Leben, wie wir es uns im Grunde alle wünschen. Besonders sind derzeit die Ukraine und Russland hervorzuheben. Auch sie sind lediglich Freunde, die wir noch nicht kennen. Doch das können wir ändern. Schluss mit dem destruktiven Gegeneinander ausspielen von Menschen, in denen so viel geniale Energie schlummert. Lasst uns gemeinsam dafür einstehen, dass Deutschland sich nicht am Krieg beteiligt, auch passiv nicht. Schluss mit Lügen und Hinhaltetaktiken. Wir fordern den sofortigen Stopp von Waffentransporten in umkämpfte Gebiete, die angeblich die Demokratie bringen sollen. Krieg für Demokratie? Das ist genauso sinnvoll wie Beischlaf, um die Jungfräulichkeit zu erhalten. Und selbst der verblendetste oder am besten ausgestaltete Kampfdruck für diese Art von Demokratie und Wirtschaft stellt keine Gefahr für unser Leben oder soziales System dar. Nein, es ist unser eigenes System. Die viel zu freien Ziele von Banken, bestimmten Konzernen und einiger Eliten, das ist klar. Geht hinaus und verteilt Liebe und Harmonie, anstatt weiter unbewusst den medial in uns gesetzten Frust, die Angst und somit die Regungs- und Bewegungslosigkeit. Strebt weiter, schaut nach vorn und was besonders ist, bleibt heiter dabei. Angst und Missmut spielen nur dem System und somit dem Krieg in die Hände. Ihr seid wunderbar. Jeder einzelne von euch auf seine Art, vergesst das nicht. In diesem Sinne, habt eine gute Zeit. Sei du die Veränderung, die du selbst in der Welt sehen möchtest. Das war der Gruß aus Plauen. Nächste Woche wird uns der Gruß aus Bautzen erreichen. Vielen Dank. Vielen Dank.